Herzlich willkommen. Wir starten heute mit einer Novität, mit einer Neuheit. Wir haben in diesem Jahr die DAFWebCon um ein neues Element ergänzt, nämlich die virtuelle Messe. Für sehr, sehr viele Menschen ist das auch etwas ganz, ganz Neues, genauso wie für uns. Und deswegen haben wir uns entschlossen, diese Eröffnung einfach eine Einführung zu geben in die virtuelle Messe. Wir haben heute Mittwoch, den 1. März 2017. Und wie gesagt, wir starten mit dieser Einführung in die virtuelle Messe und gleichzeitig Eröffnung der virtuellen Messe in die DAFWebCon-Veranstaltungen des Jahres 2017. Wir freuen uns, dass Sie den Weg zu uns gefunden haben und möchte gerne damit beginnen. Vielleicht soll ich mich auch noch ganz, ganz kurz vorstellen. Mein Name ist Angelika Güttel-Strahlhofer. Gemeinsam mit meinen Kolleginnen Nadja Blust und Heike Philipp haben wir die DAFWebCon gegründet und führen sie heuer gemeinsam zum 6. Mal durch. Darf ich Sie bitten, gleich auch in den Chat zu schreiben. Schreiben Sie, woher Sie kommen. Und ich denke, eine jener Punkte, die ja ganz, ganz besonders sind für so virtuelle Veranstaltungen, so Webveranstaltungen, ist, dass es viel, viel einfacher ist, an solchen Veranstaltungen teilzunehmen. Ich habe mir überlegt, wie wäre es, wenn wir zusammen sammeln würden, wie viele Kilometer wir fahren müssten. Von hier, ich sage jetzt, der Mittelpunkt, wo ich jetzt bin, ist Wien und Sie müssten jetzt alle zu mir kommen. Wie viele Kilometer sind es von Ihnen? Finden Sie es heraus und schreiben Sie es in den Chat. Ich beginne in der Zwischenzeit. Genau, finden Sie heraus, Sie sind alle im Internet zu Hause. Sie kennen Google Maps und Ähnliches oder schätzen. Schätzen Sie, wie viele Kilometer müssten Sie überwinden, um nach Wien zu kommen? Und wenn jemand Zeit hat, dann zählt er bitte in der Zwischenzeit zusammen, wie viele Kilometer da zusammenkommen. So, ich werde in der Zwischenzeit den Ablauf ganz kurz erklären, was habe ich heute vor. Ich möchte ein bisschen so die Entwicklung, wie kommt es, dass wir heute eine virtuelle Messe durchführen können, erzählen. Dann möchte ich eine kurze Einführung geben, wie schaut eine virtuelle Messe aus. Und dann gehen wir gemeinsam in die virtuelle Messe. Das heißt, ich zeige über meinen Bildschirm, was man in der virtuellen Messe machen kann. Und dann werden wir die heutige Einführung beenden und jeder kann für sich auf der DAFWebCon-Messe die Stände erkunden. Okay, ich schaue gerade, also bis jetzt sind 100 Kilometer das wenigste und 9245 Kilometer das meiste. Aber man sieht schon, man müsste schon ganz schön weit fahren, um einander zu treffen.
Ja, wie ist es dazu gekommen, dass wir heute hier zum sechsten Mal zusammenkommen? 2012 haben Heike Filp, Nadja Blust und ich, obwohl wir uns nicht persönlich kannten, die eine Webkonferenz gestartet, um zu schauen, funktioniert's? Und es hat funktioniert und unser Ziel war, DAF-Lehrenden nicht nur alle 4 Jahre während der IDT, die auch heuer ja wieder stattfindet, die Möglichkeit geben, sich zu vernetzen, sondern auch in den Jahren dazwischen. Und unser Fokus liegt auch immer im digitalen Lernen. Wir verwenden ein digitales Medium und da liegt es nahe, auch dieses Thema in den Fokus zu rücken. 5 Jahre, nein, 6 Jahre später, 2017, tritt neben der Zielgruppe der Deutsch als Fremdsprache Lehrenden ganz, ganz massiv und zunehmend auch Deutsch als Zweitsprache in den Fokus. Und gerade da sehe ich sehr viele Möglichkeiten, auch voneinander zu lernen. Und Materialien, die der eine schon erstellt hat oder die jetzt auch neu für den Deutsch als Zweitsprachebereich entwickelt wurden, auszutauschen und so diese Materialien auch universell nutzen zu können. Und dann haben wir als zweite Innovation eben diese virtuelle Messe das erste Mal durchgeführt oder wir führen sie gerade durch, wir starten gerade damit, um diese Konferenz noch interessanter zu machen, zu einem Platz zu machen, an dem man sich trifft und Aktuelles zum Thema Deutsch, zum Thema Sprachen auszutauschen. Das ist ja ein Thema, das uns alle am Herzen liegt, das uns allen am Herzen liegt. Ja, und wir präsentieren stolz am DAF-DAZ-Markt die virtuelle Messe. Und das muss man schon auch ein bisschen mit Fanfaren begleiten. Und deswegen gibt es so etwa 30 Sekunden eine Fanfare. So, und jetzt können wir weitermachen, weil wir haben die letzten Monate sehr intensiv für diese DAF-WebCon gearbeitet und in den letzten Tagen haben auch viele, auch sichtbar viele von unseren Ausstellern gehämmert und genagelt und die Stände so schön gemacht, dass sie jetzt da drinnen schlendern können. So, wie schaut die DAF-WebCon 2017 aus? Heute eröffnen wir die virtuelle Messe. Die virtuelle Messe wird die gesamten 4 Tage zur Verfügung stehen. Immer wieder stehen Aussteller und Ausstellerinnen im Chat zur Verfügung. Nicht immer alle an 4 Tagen dauernd anwesend zu sein. Vielleicht auch 24 Stunden ist vielleicht doch ein bisschen viel verlangt und wir werden sehen, wie die Nutzungszeiten sind und das vielleicht auch das nächste Jahr ein bisschen anders zu gestalten.
Dann morgen starten wir mit den Vorab-Workshops und Freitag und Samstag die DAFWEBCON-Konferenz, so wie Sie sie kennen. Wir eröffnen die Konferenz am Freitag um 10.30 Uhr mitteleuropäische Zeit. Ja, und die Messe bleibt prinzipiell auch noch den ganzen März offen, um sie anzusehen. Also vielleicht wollen Sie nächste Woche noch mit Ihren Schülerinnen und Schülern, Kollegen und Kolleginnen noch einmal durch die Messe wandeln, Ihnen etwas Bestimmtes zeigen. Die Möglichkeit besteht, es wird nur keine Chats mehr geben. Falls Sie Fragen haben, gerne auch in den Chat stellen, schreiben. So, noch ein ganz kurzer Überblick über die DAFWEBCON. Natürlich werden wir während der Veranstaltung und während der Eröffnung noch mehr darüber erfahren. Also virtuelle Messe heute, Vorab-Workshops zwischen 13 und 20.30 Uhr morgen. Wirklich sehr viele top-aktuelle Themen. Wenn Sie die Zeit haben, nutzen Sie die Gelegenheit. So einfach kommt man nicht zu topaktueller Information. Freitags gibt es eine Keynote von Professor Funk. Dann, ich nenne sie die jungen Wilden. Einige junge, engagierte Menschen haben Plattformen, Handbücher, Blogs erstellt, um DAFDATS Lehrenden und Ehrenamtlichen das Leben zu erleichtern. Das werden wir uns anschauen. Dann gibt es am Freitag zwei Apps, die gerade in Veröffentlichung sind, die gerade aus der Beta-Phase herauskommen. LearnMatch und You Got It hat am Freitag eine Pressekonferenz und ist danach direkt bei uns, um ihre neuen Apps auch vorzustellen. Dann wird die Deutsche Welle ihre Angebote für Anfänger vorstellen. Eine weitere Keynote. Das Thema der DAFWEBCON ist ja Eintauchen in die deutsche Sprache und Kultur. Und Hannes Schweiger fragt, mit welcher Brille? Und am Abend gibt es noch spannende parallele Beiträge, Erfahrungsberichte von Lehrerinnen und Trainern und Trainerinnen aus der ganzen Welt mit sehr unterschiedlichen, spannenden Beiträgen, sowohl zu Deutsch im Beruf als auch zu virtueller Realität. Also wert, sich das anzusehen. Und am Samstag beginnen wir mit einem Plädoyer für Lehrende. Mareike Hachema hat auf der TEDx ein solches Plädoyer auf Englisch gehalten und ich habe sie gebeten, ob sie das nicht für uns auf der Konferenz halten möchte, denn ich denke, alle jene, die heute hier da sind, sind sicher sehr, sehr engagierte Menschen und die meisten auch Lehrerinnen und Lehrer. Hören Sie sich das an, Samstag in der Früh jedenfalls in Wien um 9 Uhr. Nadja hat wieder einen Videowettbewerb ins Leben gerufen, auch 2017. Und es gibt spannende, wirklich beeindruckende Beiträge, die sie am Samstagvormittag vorstellen wird und auch prämieren wird. Es gibt am Samstag zwei Beiträge zu Virtual Reality, dem Thema Eintauchen, immersive Technologien. Das ist ein Thema, das einfach, dass wir uns ein sehr zukunftsträchtiges oder ein Thema, das noch nicht die Masse erreicht hat, aber wir schauen uns immer die Trends im Voraus an. Und
möchten dann herausfinden, kann das auch etwas sein, was für Lehrerinnen und Lehrer im Sprachen- bzw. Deutschunterricht sinnvoll ist. Und das wird auch am Nachmittag in einer Keynote und vor allem auch in der Podiumsdiskussion, die wieder die Deutsche Welle live übertragen wird aus Bonn, Thema sein. Über Mittag gibt es einige parallele Sessions, am Nachmittag ein Goethe-Symposium, es gibt neue Angebote von Goethe, angefangen von Erweiterungen bestehender Angebote bis hin zu einem Test. Und abends ist der Höhepunkt und fast Abschluss eine Online-Lesung mit Nora Gomringer. Nora Gomringer ist eine Autorin, die aber auch einiges von einem Comedian hat. Also es ist ein Erlebnis, sie zu erleben zu dürfen. Und die Deutsche Welle hat es möglich gemacht, dass sie bei einer Online-Lesung auf der DAF-WebCon Samstagabend um 19 Uhr mitteleuropäischer Zeit dabei sein wird. So, nun aber genug von der DAF-WebCon und der Konferenz, wenden wir uns dem heutigen Thema zu, der virtuellen Messe. Wir haben vorhin ja schon einmal geschaut, wie viele Kilometer man zurücklegen müsste, um einander zu treffen. Und das schaffen wir für die virtuelle Messe ja bequem. In Österreich sagt man mit Schlapfen, mit Hausschuhen und nahe dem eigenen Kühlschrank über dieses Werkzeug. Es ist eine Fachmesse ohne Grenzen und man hat top aktuelle Informationen mit sehr, sehr wenig Aufwand. Man kann via Chat live interagieren. Probieren Sie es aus. Die Plattform, die wir nutzen, ist auch über mobile Geräte leicht zu verwenden. Und auch die Messeseite ist ohne Download nutzbar. Es gibt unterschiedliche Anbieter und wir haben uns für einen entschieden, wo die Teilnehmer keinen eigenen Avatar anlegen müssen, sondern einfach so hineinkommen. Sie ist ein bisschen einfacher als vielleicht die eine oder andere 3D-Oberfläche, wo es auch virtuelle Messen gibt, aber sie hat folglich auch eine niedrigere Einstiegsbarriere. Und das war uns dieses Mal besonders wichtig. Besucher können ihre Visitenkarte hinterlassen, können eine Nachricht hinterlassen, dass sie einen Rückruf, ein E-Mail erhalten möchten. Und natürlich ist es sehr kostengünstig. Darüber haben wir ja schon gesprochen. Es warten 27 Stände auf Sie. Wer von Ihnen war schon auf der Plattform? Würden Sie in den Chat schreiben, wer hat denn heute schon die virtuelle Messe besucht, bevor er hier in die Eröffnung gekommen ist? Das Angebot auf der virtuellen Messe fokussiert auf Materialien für Deutsch als Fremd- und Zweitsprache, Weiterbildungsangebote und Zusatzmaterialien. Okay. Einige waren schon dort. Ganz kurz. Also Sie haben sich schon ein bisschen umgeschaut. Ja, warum ist es uns möglich, diese virtuelle Messe anzubieten? Es ergab sich eine Kooperationsmöglichkeit mit WBWeb, eine Plattform, die für Weiterbildner hervorragende Materialien zur Verfügung stellt
Und es gibt derzeit ein laufendes Projekt zum Thema Sprachbegleitung einfach machen. Und in dieses Projekt ist unter anderem die virtuelle Messe eingebettet. Und das hat es uns möglich gemacht, sie in diesem Jahr das erste Mal anzubieten. Dieses Projekt im Überblick ist ein Werkzeugkoffer für ehrenamtliche Sprachbegleiter und Sprachbegleiterinnen. Es besteht aus einem Dossier, das im Endausbau etwa 120 Artikel beinhaltet. Von diesen 120 Artikeln sind aus meiner Sicht zumindest 80 für DAF-DAZ-Lehrende auch ganz, ganz spannend. Es gibt wirklich tolle Linklisten, Checklisten. Es werden Erfahrungsberichte von Ehrenamtlichen, die im Sprachunterricht tätig sind oder in der Sprachbegleitung tätig sind, neue Angebote, die es gibt. Also wirklich wert, auch reinzuschauen. Bitte nutzen Sie die Gelegenheit. Bis Ende März werden noch regelmäßig zweimal die Woche neue Artikel erscheinen. Im März gibt es auch Webinare, wöchentlich eines zu unterschiedlichen Themen. Nächste Woche haben wir eines zur Alphabetisierung. Die Woche drauf wird der Professor Funk über Wortschatztraining sprechen. Dann haben wir eine Künstlerin in der Woche drauf eingeladen. Und abschließend gibt es auch eine Themenlandkarte, in der alle Erfahrungen, die während des Dossiers gemacht wurden, Tipps, die gesammelt wurden, kompakt auf einem Poster gesammelt werden. Und wer auf den Stand von Sprachbegleitung einfach machen auf der virtuellen Messe kommt, der hat auch die Möglichkeit, das eine oder andere zu gewinnen. Und hier gibt es noch einen kurzen Überblick. Wir sind derzeit hier etwa in der Mitte. In dieses Projekt ist eben die DAF-WebCon und die virtuelle Messe eingebettet. So, was können jetzt also Teilnehmer und Teilnehmerinnen auf einer virtuellen Messe machen? Sie erhalten einen kompakten Überblick über ausgewählte Informationen der Anbieter. Man kann natürlich jederzeit auf Webseiten der verschiedenen Veranstalter gehen, aber die sind sehr, sehr umfangreich. Und hier erhalten Sie das Aktuellste, das am besten zum Thema passende vorselektiert und können sich das auf einer Plattform anschauen. Sie können sich Dokumente, Audios und Videos ansehen. Sie können Kontaktdaten hinterlassen. Sie können chatten mit den Standbetreibern, aber Sie können auch chatten mit den anderen Messebesuchern. Wie registriert? Ich zeige Ihnen jetzt einige der allgemeinen Informationen hier. Ich gebe Ihnen da auch noch, wenn ich es finde. Zum Herunterladen eine Anleitung für die Messe. Sie können hier die Datei, hoffentlich funktioniert es, herunterladen, während ich Ihnen hier alles das auch noch einmal kurz erkläre. So, jetzt habe ich es vielleicht an einen guten Platz gegeben. Bitte laden Sie sich hier die Anleitung herunter. Also, Sie registrieren sich zuerst. Auf der Messe kann man auch ohne Registrierung schlendern. Allerdings, wenn man in Kontakt treten möchte, wenn man chatten möchte, wenn man wissen möchte, wer ist denn sonst noch auf der Messe, dann ist eine Registrierung notwendig.
Das findet man, das ist so ein kleines Fenster hier. Wenn man da auf Registrieren klickt, dann geht man einfach, gibt man einige Daten an und ist dann auf der Plattform registriert. Das ist etwas anderes als auf Adobe oder auf der Konferenz selbst. Wie kann ich auf der Messe navigieren? Ich habe zwei Möglichkeiten. Es gibt hier das Menü und dann habe ich auch noch eine Variante hier über Eingang zu navigieren. Wenn ich über das Menü gehe, öffnet sich so ein schwarzes Fenster. Hier ist ganz besonders das Thema Pavillon A relevant, weil da geht es zur Ausstellungsfläche und Agenda, weil hier ist zu sehen, wann welche Chats geöffnet sind. Hier gibt es in der Agenda dann die entsprechenden Chat-Angebote, da klickt man dann drauf und wird weitergeführt. In den Ständen selber kann man folgendermaßen navigieren, entweder über die Pfeile oben kann man von rechts nach links einfach quasi durchscrollen oder also von einem Stand zum anderen. Innerhalb der Stände gibt es entweder die Möglichkeit, dass es am unteren Bereich einen grauen Pfeil gibt. Manchmal ist dieser aber nicht sichtbar, weil er durch die untere Menüleiste verdeckt ist. Dann muss man rechts einfach mit der Bildlaufleiste auf die zweite Seite sich bewegen und dann kommt man auf ein Bild, das so oder so ähnlich ausschaut, wo dann die Detailinformationen zu den einzelnen Ausstellern zu sehen sind. Wenn ich angemeldet bin, dann habe ich hier drei unterschiedliche Knöpfe. Im grünen Übersichtsknopf sehe ich alle, die eingeloggt sind. Hier im mittleren, bei der mittleren Ikone sehe ich, wer mit mir privat chattet und hier sind rechts sind die öffentlichen Chats gelistet. Es gibt hier dann auch noch eine Fläche für Aussteller und Besucher. Auf der einen Seite sehe ich, welche Aussteller gerade auch eingeloggt sind und auf der anderen Seite welche Besucher. So, und dann würde ich jetzt einfach in die virtuelle Messe klicken. Sie haben entweder die Möglichkeit, hier zu bleiben und mir zuzuschauen, wie ich auf der Messe navigiere oder beziehungsweise und Sie gehen auch auf die Messeplattform und wir treffen uns dort. Das ist der Link zur Messeplattform. Und dankenswerterweise, ja, die braucht sie eigentlich gar nicht mehr hier anzeigen, weil Sarah, Dankeschön, hat hier schon den Link ins Netz gestellt, in den Chat gestellt. Ich wechsle jetzt, also es ändert sich ein bisschen die Darstellung. Ich muss jetzt meinen Bildschirm freigeben, das dauert einen kleinen Augenblick. So. Genau, ich schaue noch mal ganz kurz, es gab einen... Hallo Amy, schön, dass du da bist. Hier sehen Sie jetzt, wie die
wie die Plattform aussieht. Und hier ist das Registrierfeld. Ich möchte mich aber jetzt als erstes noch nicht registrieren, was ganz hilfreich ist. Ein kleiner Tipp, wenn man dieses Feld nicht mehr sehen möchte, klickt man einfach rechts oben auf diese Sprechblase, dann verschwindet das. Wie gesagt, ich habe vorhin erklärt, es gibt zwei Möglichkeiten, in der Messe zu navigieren oder in die Messe zu kommen, entweder über Eingang oder über Menü. Hier am Infostand, da ist die Sarah und hier gibt es ein paar allgemeine Informationen, wie zum Beispiel auch vielleicht schon oder sonst bald die Anleitung für die Messe, wie ich sie eben erklärt habe. Dann unter Pavillon A, also alle unsere Aussteller sind heuer im Pavillon A zu finden und das ist die Ausstellungsfläche. Blitzblank sind die einzelnen Aussteller zur Verfügung. Sie sind nach dem Alphabet geordnet, falls Sie nach etwas Bestimmtem suchen. Es gibt auch eine Suchfunktion. Man muss aber genau den richtigen Namen eingeben, um sie zu finden. Neben der Ausstellungsfläche gibt es hier einen Punkt Produkte. Hier wurden in den letzten Tagen sehr, sehr viele Produkte eingegeben. Auch wert, sich da einmal durchzuklicken. Die Agenda zeigt, wie gesagt, die Chats, die zur Verfügung stehen, im Augenblick beziehungsweise auch in den nächsten Tagen. Da können Sie sich anschauen, wenn Sie mit einem speziellen Anbieter sprechen möchten, ob und wann Sie im Chat zur Verfügung stehen oder Sie hinterlassen eine Nachricht. Dann kann man auch außerhalb der Messezeiten natürlich in Kontakt kommen. Webcasts bieten wir in diesem Jahr keine an, sondern wir haben diese Vorab-Workshops. Gut, wenn ich jetzt angemeldet bin, ich möchte noch, bevor ich das mit der Anmeldung zeige, möchte ich noch zeigen, und wie gesagt, hier weg, zum Beispiel, wie schaut es auf einem Stand aus, zum Beispiel auf der Deutschen Welle. Die Deutsche Welle hat sich hier ganz besonders auf ihr Angebot Mach dein Herz auf fokussiert und zeigt dazu einige Informationen. Also im Firmenprofil kann man mehr über die Deutsche Welle lesen, in der Mailbox eine Nachricht hinterlassen. Allerdings muss man dafür angemeldet sein. Es sind Produkte definiert, wie zum Beispiel hier Mach dein Herz auf. Das ist genauer beschrieben. Es gibt einen Link zu den sozialen Netzwerken. In den Downloads sind Dateien, PDF-Dateien oder Audiodateien, je nachdem, zur Verfügung. Und Links sind weiterführende Links, zum Beispiel zur Webseite. Weiter unten bei Multimedia ist das Angebot, dass das eine oder andere Video zu sehen ist. Banner und Werbeplakate sind Doppelungen im Grunde von dem, was auf dem Stand zu sehen ist. Also das ist nicht besonders relevant. Gut. Dann wechsle ich jetzt in den angemeldeten Modus und Sie sehen hier rechts
dass ich hier mein Profil festgelegt habe und man sieht auch schon, welche Menschen mittlerweile eingeloggt sind. Ich sogar zweimal, wunderbar. Es gibt hier einen roten Punkt. Schauen wir einmal, wer mir hier geschrieben hat. Aha, die Annette, die Rumi und der Gabor. Alle drei kenne ich, die haben mit mir privat, das traue ich mich jetzt nicht aufmachen, weil ich weiß nicht, was genau dahinter sich verbirgt, was sie mir geschrieben haben. Aber hier sehe ich, es gibt die Möglichkeit, einfach mit Menschen, die man kennt, in Kontakt zu kommen. Und hier sieht man, aha, man kann heute mit dem Herrn Kembügler sprechen, mit der DAF Webcon Info, da sitzt die Sarah hinter ihrem Computer und Learning Snacks, die Schlauwerkstatt, Dampf Dresden, Ernst Klett Sprachen oder die Sprachbegleitung einfach machen, da sitzt meine Kollegin Lotte. Mit allen jenen kann man im Augenblick auch chatten. Ich starte jetzt, schauen wir mal, ob wir einen öffentlichen Chat starten können. Und da ist schon etwas los. Okay, wir können an einer Verlosung teilnehmen. Und zwar, wie macht man das? Steht auch da. Man muss einen Satz ergänzen, den man im Download finden kann. Gut, und wir chatten jetzt mit Lotte. Wir schreiben ihr zum Beispiel, hast du einen Tipp, was man sich auf Sprachbegleitung einfach machen, jedenfalls ansehen soll. Und sie wird uns jetzt hoffentlich bald antworten. Ah, am Stand soll man jedenfalls an der Verlosung teilnehmen. Das ist gut. Gut, also Sie wissen jetzt, wie das in etwa funktioniert. Aber genau, im Dossier, vielleicht kannst du da den einen oder anderen Tipp in den Chat schreiben. Also so funktioniert's und man kann natürlich auch einen privaten Chat an Sprachbegleitung einfach machen. Umsetzen. Aha, da gibt es eine Neuigkeit. Ja. Bei den öffentlichen Chats, wir schauen uns jetzt noch an, wer von den Ausstellern sonst noch da ist und zur Verfügung stünde. Schauen wir mal, was sich auf dem Stand von TestDAF tut. Da. Schauen wir, ob da jemand ist. Wenn, ich glaube, ich habe den Herrn Kembügler im Webinar gesehen. Ja, der Herr Kembügler ist auch da. Was muss man sich auf dem TestDAF-Stand auf jeden Fall anschauen? Dann werden wir schauen, was uns der Herr Kembügler antwortet.
Okay, zum Webinar morgen Abend von 18 bis 18.45 Uhr über die neuen Testangebote für Geflüchtete. Dankeschön, Herr Kemböckler. Das ist der Infoschalter von der der Infostand, da sitzt Sarah, glaube ich. Sarah ist unsere Mitarbeiterin, die heute gerade aus einer Prüfung herausgekommen ist. Hattest du schon Zeit zum Verschnaufen? Fragen wir mal kurz, das hätten wir vielleicht besser in den privaten Chat geschrieben, aber. Ja, warten wir einen Augenblick. Ja, gut. Also, Sie sehen, hier gibt es die Möglichkeit, sich einfach durchzuklicken und zu schauen. Ich habe noch gefragt, ob beim Schauen wir, ob auch die Frau Wucher-Misseler da ist. Was ist die neueste Veröffentlichung des Klett-Verlages bei Deutsch als Fremd- und Zweitsprache? Werden wir sehen, ob sich jemand melden wird. Sonst werden wir parallel einfach in einige öffentliche Chats was reinschreiben und dann schauen, hier gibt es eine Antwort und dann schauen auf die Antworten. Okay, hier scheint sich noch irgendwo ein Fehler eingeschlichen zu haben. Das müssen wir noch korrigieren. Okay, weil da das Bild nicht zum Chat passt. Das ist offensichtlich. Ja, bei neuen Dingen ist es einfach das eine oder andere Mal so, dass es nicht so kommt, wie man es erwartet. Und dann werden wir das aber schnell ändern und verbessern. DAMF ist eine ganz engagierte ehrenamtliche Institution in Dresden. Fragen wir mal, wie viele Teilnehmende habt ihr in euren Kursen derzeit? Und parallel schauen wir jetzt mal in unsere öffentlichen Chats und schauen, wo überall Antworten hineingekommen ist. Ah, die Frau Wucher-Misseler, die haben so viele Veröffentlichungen, dass sie nicht, dass sie gar nicht den Überblick hat über die aktuellsten, aber es ist zum Beispiel DAF unterrichten. Zwar schon letztes Jahr herausgekommen, aber im Dossier Sprachbegleitung einfach machen, wird das dieser Tage veröffentlicht werden, eine Rezension zum Beispiel. TestDAF hat geantwortet, genau die, gut, und Sprachbegleitung einfach machen.
erzählt, sagt von die tollen Beispiele, die würden Sie im Dossier ganz besonders empfehlen. Ups, das war falsch. Wir gehen dann nochmal. DAF 50 ist ein neues Projekt von Klett. Das wäre wesentlich oder gut, sich anzusehen. Dazu gibt es mehr auf dem Stand von Klett. Gut, DAMF Dresden hat sich gemeldet. Sie sagen, Sie haben ca. 300 Teilnehmende in 30 Kursen und ca. 80 Ehrenamtliche, die sich engagieren. Vielen Dank. So, jetzt schauen wir noch, wen wir noch nicht angesprochen haben. Liechtenstein Languages ist hier. Hallo Martin Beck. Was ist dein Tipp für einen coolen Einstieg in einen Anfängerkurs? Fragen wir den Martin Beck, der ein erfahrener Lehrer ist und mit einer ganzheitlichen Methode arbeitet, die unter Liechtenstein Languages vertrieben wird. Was fragen wir sonst noch in die Runde? Ah, die Schlauwerkstatt ist auch hier. Aha, da gab es schon Aktivitäten. Es gibt ein Buch zur Alphabetisierung. Ja, das auch hier angeführt ist. Nicht ein Buch, sondern es ist eigentlich ein riesiger, umfangreicher Ordner, der gemacht wurde, um junge Erwachsene bei der Alphabetisierung und dem Deutschlernen zu unterstützen. Und der war so erfolgreich, dass er statt 3 Monate wollten sie mit den ersten, ich weiß nicht wie viel Stück, vielleicht kann Sarah das beantworten, wie viele Ordner wurden in der ersten Auflage, nein, nicht Auslage, sondern Auflage, Auflage gedruckt. Und die gesamte Menge war innerhalb von 3 Tagen vergriffen. Gut, es dauert immer ein bisschen, bis geantwortet wird. Insofern schauen wir, ob jetzt Liechtenstein Languages hat in der Zwischenzeit geantwortet und sagt, je ganzheitlicher, desto besser. Also es gibt auch bei Liechtenstein Languages gutes Videomaterial, um anzuschauen, wie sie arbeiten. Ich hatte Anfang Februar die Gelegenheit, mir das einmal anzusehen. Gut, also prinzipiell funktioniert es so. Es gibt jetzt noch einige weitere Chats. Ich traue mir also die privaten Chats nicht aufzumachen, aber Sie haben jetzt gesehen, wie es prinzipiell funktioniert und ich würde jetzt wieder zurückkommen. Es gibt hier noch, schauen wir noch, die Schlauschule hat hier noch geantwortet. Ah, die erste Auflage, sagen Sie, was jetzt den Ordner betrifft, waren 5000 Stück, die gedruckt wurden und sehr schnell vergriffen waren. Online sind sie zur Verfügung. Und heute gibt es, wow, dass es wieder neue gibt. Hervorragend. So,
Ich wechsle jetzt wieder zurück in die und beende die Freigabe. So, ich glaube, man konnte jetzt einen kleinen Eindruck davon erhalten, wie das auf der virtuellen Messe funktioniert. Ich bedanke mich, dass Sie mir zugesehen haben und würde Sie jetzt einladen, auch direkt in die Messe zu gehen, sich da die Unterlagen anzuschauen. Wie gesagt, Sie sind wirklich wunderschön geworden, die einzelnen Messestände. Klicken Sie sich durch, chatten Sie mit denen, die am Stand sind. Schauen Sie, hinterlassen Sie eine Nachricht. Nicht alle konnten immer am Chat beziehungsweise am Stand zur Verfügung sein. Dann hinterlassen Sie einfach eine Nachricht und schauen Sie, wer sonst noch auf der Messe ist und kommen Sie in gute Gespräche. Ich habe natürlich noch die Möglichkeit, oder Sie haben natürlich jetzt noch die Möglichkeit, einfach Fragen in den Chat zu schreiben. Ansonsten möchte ich Sie einfach nochmal darauf aufmerksam machen, dass vielleicht so gleich, wenn man was sucht, findet man es genau nicht. So, das möchte ich gerne herzeigen. Morgen starten wir um 13 Uhr mitteleuropäischer Zeit mit den Vorab-Workshops. 13 Uhr, 14 Uhr, 15:30 Uhr, 16:30 Uhr, 18 Uhr und 19 Uhr sind die Zeiten. Und wir treffen uns danach am Freitag wieder um 10:30 Uhr zur Eröffnung der DAFWEBCON, der Konferenz. Ich freue mich auf die nächsten spannenden Tage. Herzlichen Dank, dass Sie heute dabei waren und bis gleich auf der virtuellen Messe. Auf Wiedersehen.